Für Black Panther, was drin steht. Ey, wie geil ist das denn? Ja, Leute, es ist wieder soweit. Hier ist nämlich wieder ein Unboxing zu der Z-Box Februar 2018. Die Warrior, die Kämpferbox. Ja, ich hatte gerade so ein kleines Tonproblem. Mein Mikrofon, die Batterie ist nämlich alle gegangen. Und ja, der Effekt ist nämlich weg. Erstmal für einen Teil. Und das ist nämlich das T-Shirt. Das T-Shirt könnt ihr hier sehen, habe ich schon angezogen vorher. Aber naja, so ist es nämlich. Ich will das auch alles spontan machen. Ihr wisst das ja, das ist alles nicht gestellt oder so, wenn ich die Sachen raushole. Das ist einfach spontan. Ich freue mich darüber oder nicht. Über das T-Shirt freue ich mich auf jeden Fall. Es ist nämlich ein Black Panther Shirt. Ne? Sieht ein bisschen so aus wie dieses Eishockey-Team-Shirt, sag ich mal, ist ganz cool. Hail to the King. Also ist es wirklich Black Panther, passt gerade, Marvel-Zeit, Warrior ist Kämpfer. So würde ich sagen, es war Item 1. Wir machen weiter mit Item 2. Und das Item 2 ist ein bisschen schwerer. Okay, das sieht nice aus. Das ist ein Glas. Ein Glas, okay. Avengers, Marvel. Und was ist da drin? Gucken wir mal. Ein schwarzes Black Panther Glas. Also könnt ihr hier sehen. So. Seht ihr hier? Es ist auf jeden Fall echt cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir zu Item 3. Okay. Item 3. Ach so. Okay. Ich dachte gerade, was ist das denn? Cold Vinyl. Also ein Vinylfigur. Und das ist der Highlander. Ja. Der legendäre Highlander. Es ist natürlich Conor McLeod. Es gibt vier Figuren gibt's von dieser Pop Culture Collectibles Cold Vinyl Figuren. Und das ist der Highlander Studio Kanal. Also könnt ihr hier sehen. Ja, also an sich finde ich die ja ganz knuffig, aber irgendwie muss ich die auch ganz ehrlich nicht haben. Also der Hellboy sieht ganz cool aus und der Dread. Ne? Das Dread könnt ihr hier mal sehen. Die gibt's hier halt da und der andere sagt mir jetzt gar nichts. Captain Scarlet. Könnt ihr mich mal ein bisschen auflösen, wer das sein könnte? Gespielt von Christopher Lambert. Ja, ist auf jeden Fall ein Kultding. Wird wahrscheinlich. Mal gucken, was ich damit machen werde. This is not a toy. Also nichts für kleine Kinder, ne? Highlander, there can be only one. Ne? Also, er ist nur der eine, er ist nur der wahre, er ist der Highlander. Ja, auf jeden Fall, eine Figur war dabei. Ist mal was anderes, aber nicht so mein Geschmack. Und dann kommen wir zu Item 4, wenn überhaupt einer drin ist. Ich habe eben das. Okay. Vier Items, das ist aber ganz schön wenig. Also vier Items, da ist die leer. Vier Items. Und das ist eine Street Fighter Limited Edition Coin. Natürlich wieder keine goldene. Also könnt ihr hier sehen. Das ist Ryu. Da hinten ist dann drauf 30 Jahre Street Fighter. Da sind noch die Daten drauf. Ja, auf jeden Fall finde ich das cool. 5000 weltweit. Passt zu meinen anderen Coins. Die haben jetzt ja letzte Zeit Jurassic Park und noch andere Sachen rausgebracht. Finde ich ganz cool. Besser als so eine Pins. Würde ich ja sagen, Münzen sind cooler. Kann man sich auch irgendwie besser hinstellen oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Street Fighter. Passt auch zu Kämpfer. Also alle Sachen finde ich passend zum Thema Kämpfer. Es hat was mit Kämpfen zu tun oder zu, ja, irgendwas zu bekämpfen oder keine Ahnung. Oder egal, wir gucken aber erstmal in die Box hier, wollte ich gerade sagen, in das Heft rein. Warriors Heft. Und dann steht natürlich auch was hier, was zu Highlander drin. Natürlich Black Panther, was drin steht. Ey, wie geil ist das denn? Ich bin in der Z-Box drin. Da bin ich. Da bin ich drin. Die Hackfresse, das bin ich. Da ist der Nerd. Da ist der Nerd. Naja, auf jeden Fall bin ich da drin. Und Unboxing-Videos. Vielleicht, ich weiß noch nicht, ich habe noch nichts gewonnen. Also man kann ja mitmachen, man kann ja was gewinnen. Aber ist ja geil, ich habe über Instagram mitgemacht. Aber ich bin da drinne, geil. Freut mich irgendwie gerade, muss ich einrahmen. Freut sich über, ne, Sachen so naht. So, okay, gut. Weiter geht's. Infos natürlich hier, klar, ne. The Warrior, Immortal Warrior, The Strangest Movie Soundtrack Mashups. Ne, ist natürlich hier so Sachen drinne. Wäre man, ich habe ja schon überlegt, ob ich nicht mal irgendwelche Fakten-Sachen mal als Video hier umgestalte. Aber man kann nicht alles schaffen auf diesem Kanal hier, aber trotzdem, what is in the box? Auf jeden Fall das Shirt, was ich anhabe, ich find's nice. So, auf jeden Fall, das kann so 10 bis 15 Euro kosten. Die Figuren kosten nämlich auch so 10 bis 15 Euro. Da sind wir jetzt, sagen wir mal bei 25 Euro. So, das Glas kostet auch mal so ein 10er, sind wir bei 35 Euro. Und so eine Münze kostet auch wohl ein 10er, sind wir bei 45 Euro. 45 Euro, okay.
20 Euro Gewinn, ist in Ordnung. Gab es aber wahrscheinlich auch eine goldene Münze, wie ich das immer so eigentlich weiß. Coin Collecting. Also das ist ja wahrscheinlich jetzt was Neues, was sie jetzt hier machen. Ein paar noch Infos zu Sega. Black Panther vs. Vega. Wer wird gewinnen? Vega war natürlich auch sehr geil in Street Fighter. Und natürlich hier Street Fighter paar da. Wer hat es nicht geliebt, ne? Ab in die Kommentare, wer es geliebt hat. Mensch, Meier, ich bin ein bisschen auch erkältet, bis angeschlagen. Ich habe zum Glück keine Grippe bekommen, aber Gott sei Dank. So, ja, auf jeden Fall sind hier noch ein paar Daten drin. Und nächstes Thema ist Nostalgia. Und das ist natürlich das Jumanji-Zeichen. Und Nostalgie ist für mich natürlich sehr geil, mag ich sehr gerne. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Also, Box hat sich für meiner Meinung gelohnt. Für andere kann es sein, vielleicht nicht. Also ich finde die Figur, ja, muss ich jetzt nicht haben. Highlander ist okay, ist Kultfilm, aber mal gucken, was ich damit machen werde. Vielleicht wird das ja auch was für mein Road 2000 Gewinnspiel, was jetzt mal bald kommen wird. Ja, er wird es bald machen. So, auf jeden Fall, da werden geile, fette Preise kommen. Und seid gespannt. Also hier wird ja noch was einiges kommen. Und wenn ihr nochmal irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr es mal gerne auch in die Kommentare setzen, ne? Haut das in die Kommentare rein. Wenn ihr irgendwie Änderungen wünscht oder keine Ahnung, oder sagt, sei wie du selbst oder keine Ahnung, macht das mal in die Kommentare rein. Würde mich natürlich gerne freuen, über andere Sachen natürlich, klar, ne? Immer schön in die Kommentare reinballern. Ein Like geben, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo dalassen. Sagt das euren Freunden weiter, ne? Wir wollen ja alle gemeinsam wachsen. Weil letzte Zeit ist das irgendwie so ein bisschen weniger geworden. Aber ich kann es auch verstehen, jeder hat mal halt seine privaten Sachen. Das Real Life muss ja weitergehen, ist ja natürlich auch so, ist bei mir auch genau das gleiche. Bin ja auch mal wieder endlich mal am Setting hier, aber ich laber wahrscheinlich zu viel. Deswegen würde ich sagen, Leute, ne, bis dann und ciao und bam!